Juri braucht meine Hilfe. Ich muss zu einem Aussichtspunkt und sie anrufen. Ich muss die Bomben schnell entschärfen. Okay, die hier wäre geschafft. Noch eine! Beeilung! Hätte besser sein können.
muss die Bomben schnell entschärfen. Beeilung! Geht so. Ich hoffe, der Psycho denkt jetzt nicht schlecht von mir. Ich muss die Bomben schnell entschärfen. Boom, das Dynamit. Die letzte Bombe. Zehn Sekunden. Ist es schlimm, dass ich besser abschneiden wollte? Mir bleibt nicht viel Zeit! Noch eine! Beeilung! Schnell jetzt! Wie in der Schule. Ich bin immer nur mittelmäßig. Ich muss die Bomben schnell entschärfen. Okay, die hier wäre geschafft.
Noch eine! Beeilung! Irrer Bösewicht. Darf ich nochmal? Diese Bomben dürfen nicht explodieren! Okay, noch eine. Passabel, aber nicht mehr. So wie man. Ich muss die Bomben schnell entschärfen. Das Dynamit. Wo ist die letzte Bombe? Nah an der Perfektion. Ich muss die Bomben schnell entschärfen.
Noch eine! Beeilung! Hi! Ich muss mich verbessern. Fehler sind hierbei nicht drin. Ich muss die Bomben schnell entschärfen. Hier wäre geschafft. Wo ist die letzte Bombe? Ich hoffe wirklich, das kommt nicht in meine Akte. Diese Bomben dürfen nicht explodieren! Laut, aber harmlos. Versagt habe ich nicht, aber auch. Ich muss die Bomben schnell entschärfen. Noch eine! Beeilung! Gerade gut genug. Ich muss die Bomben schnell entschärfen. Laut, aber harmlos.
Okay, noch eine. Hätte besser sein können. Schnell, die Bomben könnten gleich hochgehen. Okay, noch eine. Gut, aber ich kann's besser. Your man, Spider.
man. So great when you were like, and you just like, oh man, Okay, Captain, hab den Überblick. Los. Rhino greift die Upper West Side an. Electro die Upper East Side. Du musst das Ruder herumreißen. Such's dir aus, du wirst überall gebraucht. Veteranenzentrum in Harlem. Was ist los? Männer aus Rikers fordern Essen und Vorräte. Das Personal hat sich verbarrikadiert und braucht Hilfe. Miles und ich wollen versuchen, sie zu evakuieren. Unternehmt nichts, bis ich da bin, May. Wir sehen uns in Harlem. May klingt erschöpft. Hoffentlich ist sie nicht krank. Ich muss Yuri helfen und dann nach Harlem. Ich bin gleich da. Am Horizont ist ein komisches rotes Glühen. Hört sich stark nach Rhino an. Schnell, das Gebäude hält nicht mehr viel aus. Rhino ist unterwegs, aber ehemalige Rikers-Insassen wollen sich deine Barrikaden vornehmen. Ich bin zur Unterstützung da. Sehr gut. Ohne die Barrikaden sind die Leute da drin erledigt.
Spider-Man! Hilf jetzt bei den anderen Barrikaden! Ich habe noch nie erlebt, dass Rhino einem Kampf ausweicht. Er muss auf Befehl von Dr. Octavius handeln. Mit diesen überfallartigen Angriffen auf die Notfallteams der Stadt. Auf die Barrikade! Die hält uns nicht auf! Zur anderen Barrikade! Die brauchen dich! Hey, alle Spider-Man weg! Ihr schafft das nicht allein! Willkommen zur Party, Spider-Man! Das lasse ich nicht zu. Bin dabei. Sauber. Schön, Spinne. Weißt du noch, wie du mich eingebuchtet hast? Autogramme kann man auch einfacher kommen. Jetpacks? Welcher Hornochse hat denen denn Jetpacks gegeben? Leute, wir sind im gleichen Team. Greift mich wenigstens erst an, wenn die Sträflinge erledigt sind. Alle Rechtsbrecher werden pazifiziert. Pazifiziert? Fühlt sich gerade noch jemand zu 1984? Oh, nur ich? Kommt schon, irgendwer? Und zwar jetzt!
So viel zu Sables Flughundshow. Jetzt zu den restlichen Verbrechern aus Rikers. Yuri, Revier gesichert. Und ich weiß jetzt, was es bedeutet, wenn man Sables Hauptziel ist. Kein Spaß. Tja, das hast du davon, dich mit Sable-Söldnern anzulegen. Vermutlich. Ich will jetzt zum Park und mich um Electro kümmern. Ich melde mich dann. Gut, ich sag meinen Männern, dass du kommst. Sprachnachricht von Miles. Pete, hey Pete. May wollte, dass ich dich anrufe. Beim Veteranenzentrum läuft's nicht gut, Mann. Sträflinge wollen die Türen aufbrechen. Mary Jane ist hier. Wir bringen die Leute durch den Keller raus, aber wir brauchen Hilfe. Ich hoffe, du bist bald da. Ich muss mich mit den Revieren beeilen und dann nach Harlem. Das ist nicht gut. Trafos laden das Gebäude auf. Die Polizisten sitzen darin fest. Yuri, kompliziert war noch untertrieben. Ich muss die Trafos deaktivieren, damit deine Leute raus können. Selbst wenn du das schaffst, brauchen sie deine Hilfe bei den Dämonen. Darum bin ich hier. Um deine sämtlichen Strom- und Dämonenprobleme zu lösen. Fünf Transformatoren. Mit meinen Netzen sollte ich sie zum Überhitzen bringen können. Hoffe ich. Elektros komplizierte Superschurken-Eskapaden habe ich echt nicht vermisst, als er im Raft war. Die Polizei mit Energietransformatoren nachzulegen. Wer macht sowas?
einer. Der letzte Trafo, der die Polizei festsetzt, hängt an dem Helikopter. Wow. Ich wette, das ist das allererste Mal, dass jemand diese Wörter in dieser Reihenfolge sagt. Wie haben sie den überhaupt befestigt? Sie sind frei, aber die Dämonen geben nicht auf. Ich muss helfen. Okay, Yuri, beide Reviere sind sicher. Ich bin jetzt erstmal raus. Melde dich, wenn irgendwas ist. Mache ich. Und danke. Du hast uns eine Chance verschafft. Okay. Ich muss schnell zum Partnercenter in Harlem und May helfen. Peter, Gott sei Dank, wir brauchen dich beim Veteranenzentrum. Wo bist du? Ich wurde aufgehalten. Bist du okay? Was ist los? Die Sträflinge haben Feuer gelegt. Das Personal ist draußen, aber May und Miles sitzen drin fest. Ich versuche irgendwie reinzukommen, aber das Feuer breitet sich aus. Bleib wo du bist, MJ. Ich erledige das. Verdammt. Tempo, Pete, Tempo! MJ, lass es! Sonst muss ich dich auch noch retten! Peter, sei vernünftig und warte auf Hilfe! May! May! Mia! Wir sind hier drüben! Schaffst du, May?
Ich hab sie. Haltet durch! Tante May, geht's Ihnen gut? Geht an ein Fenster! Zu weit weg! Moment! Dann macht euch bereit! Komm schon, du blödes Ding! Na los, May, ich hab dich! Oh mein Gott! Los! Los! Miles, komm schon! Nein! Wir haben dich. Wir haben dich. Ist May okay? Alle in Sicherheit. MJ, wenn du unmeins nicht gewesen wärst, wäre ich... So tot wie ich, wenn du mich nicht tausende Male gerettet hättest. Ich schulde dir noch ein paar Mal. Au, sehr schlau. Hey. Tut mir leid, dass ich's vermasselt habe. Es ist... nur schwierig, immer die Person zu sein, die gerettet werden muss. Ich will auch mal jemanden retten. Ich meinte nicht, dass du das nicht kannst. Noch Partner? Immer. Hey, ich wusste nicht, ob... still, mit Kohlensäure, Medium, spritzig oder sonst was. Also hab ich eine von jeder. Stör ich? Nein, MJ, Miss Watson und ich besprechen die Strategie. Strategie? Ganz recht. Die Stadt ist in Gefahr. Sie braucht Hilfe. Unser aller Hilfe. Okay, gut, dann sag an, Coach. Okay. Teile und herrsche. Miss Watson, wir brauchen ein Antiserum gegen den Teufelsatem. Oscorp entwickelt etwas. Aber das wird garantiert Octavius und Lee in die Hände fallen. Wir müssen das Heilmittel finden und sichern. Ich gehe ein paar Hinweisen nach. Miles, du musst im Feast Augen und Ohren offen halten. Wenn was ist, ruf mich an. Wir müssen das Center und die Leute dort schützen. Okay, und was wirst du machen? Eine Bande von kostümierten Irren nimmt die Stadt auseinander. Und ich revanchiere mich. Okay. Hey, halt! Wie rufe ich dich an? Ich meine, hast du denn ein Handy in deiner Tasche oder sowas? Miss Watson gibt dir meine Nummer. Viel Glück, Team. Du hast deine Nummer? Bist du Spider-Mans Freundin? Es wäre so cool, wenn... Na los, Sherlock. Jetzt zeig mir doch mal deine Wassersammlung. Die Stadt fühlt sich etwas sicherer an. Miles ist bei Feast, MJ sucht ein Heilmittel für den Teufelsatem. Jetzt sollte ich Otto suchen und vereiteln, was auch immer er geplant hat. Yuri, wir müssen jetzt die Drahtzieher finden. Noch keine Spur zu Octavius? Nein, nichts. Die Forensik kann sich nicht mal den Times Square ansehen.
Alle außer dem Praktikanten sind krank. Vielleicht finde ich ja was. Ich halte dich auf dem Laufenden. Warnen davor, dass die Civil Agents, die uns beschützen sollen, sich immer mehr wie Besatzungstruppen verhalten. Aber hören Sie es uns selbst an. Darf ich bitten? Sie lassen mich nicht ins Gebäude. Angeblich eine Quarantäne. Ich so gut, lasst mich rein, ich bleib hier auch drin. Da richten Ihre Knarren auf mich, wie auf den Verbrecher. Wo soll ich denn hin? Lieber Anrufer, das beunruhigt mich zutiefst. Ich werde das weiterleiten, versprochen. Notlagen sind kein Grund, Menschenrechte zu missachten. Auch wenn Ihre gewählten Vertreter nicht für Sie kämpfen wollen. J. Jonah Jameson ist für Sie da. Spider-Man, willst du uns helfen? Doch, das kann nicht schaden, Officer. Du hast ja keine Ahnung. Sowas wie diesen Teufelsatem habe ich noch nicht erlebt. Die Forensik ist ganz schön am Fluchen. Neuen Meldungen zufolge hat Otto hier den Teufelsatem freigesetzt. Vielleicht gibt es ja Rückstände. Rückstände auf dem Schild. Vielleicht kann ich sie isolieren. AT-reiche Liedersequenz. Vielversprechend.
Körper folgen können. Die Spur geht in mehrere Richtungen. Ich muss die richtige finden. Sagen, Sir. Ziemlich gruselig. Wem sagt sie das? Mist. Eine Sackgasse. Spider-Man, hey! Du schnappst dir diesen Irrenoktopus unter der Bau, okay? Die Spur führt hoch in das Gebäude. Die Spur springt zum nächsten Gebäude. Die Spur führt in die Luftschächte. Was wollte Otto hier oben? Hier sollte eine Tür oder eine Zugangsluke sein. Ah, gedämpftes Licht. Irgendwo muss doch ein Lichtschalter sein. Es werde Licht. Wow. Hat Otto das hier als Rüstkammer genutzt? Im Chaos des Gefängnisausbruchs hätte er hier gut einziehen können. Offenbar hat Otto Sable-Technologie auf Schwächen untersucht. Wohin ich schaue, überall sehe ich sein Gesicht. Er lächelt für die Kamera, sammelt Orden und drückt mir weiter den Stiefel in den Nacken. Warum sieht sonst niemand, wie egoistisch er ist? Wie rücksichtslos, wie böse! Wenn ich Ihnen nur den Norman zeigen könnte, den ich kenne, den hinter der Maske. Guter alter Rhino, mein zweitliebster Russe. Otto hat ein Mittel entwickelt, das Rhino aus seinem Anzug befreit. Eine gewisse Regierungsbehörde hat das jahrelang nicht geschafft, aber Otto brauchte nur Tage. Otto nahm wohl Nachrichten für seine Jungs auf. Alexei, ich habe deine Karriere interessiert verfolgt. Die Welt sieht dich als stumpfen Schläger. Ich sehe einen Krieger mit dem Herzen eines Dichters.
Ich weiß, du willst dem Kampfanzug entfliehen, der dich einkerkert. Hilf mir bei meinen Zielen, dann ist die Freiheit dein. Mac Gargan, auch genannt Scorpion, auch genannt dieser durchgeknallte Irre. Ich sage das nicht oft, Mr. Gargan. Aber Ihre Schulden zu begleichen war kniffliger als gedacht. Ihre Gläubiger sind anspruchsvolle Zeitgenossen. Aber sobald die Sache beim Wasserspeicher erledigt ist, sind die Verpflichtungen Geschichte. Otto Octavius ist ziemlich überzeugend. Der alte Vulture. Mit ihm hatte ich es hier am häufigsten zu tun. Adrian, welch bittere Ironie, dass deine grandiosen Flügel deinem Körper so grauenhaft mitspielen. Zum Glück arbeitest du jetzt für mich. Wenn unsere Arbeit beendet ist, wird dich meine Behandlung heilen. Noch wirst du die irdische Verstrickung nicht lösen. Mein Freund. Von der Stromquelle für seine Flügel bekam er Krebs. Und Otto entwickelt ein experimentelles Heilmittel für ihn. Electro. Steht voll unter Strom. Max, ich hielt dich für verrückt, als du mir deinen Traum anvertraut hast. Reine Energie? Doch als ich mich näher mit dem Problem befasste, fand ich einen Weg, unser beider Wünsche zu erfüllen. Ich verspreche dir, wenn wir fertig sind, bist du reine Energie. Oder so nah dran, dass der Unterschied irrelevant ist. Electros großer Traum ist es, reine Energie zu werden. Doc hat seinen Anzug so modifiziert, dass er dem Ziel ein Stück näher kommt. Ottos Wut treibt ihn an. Das neurale Interface spornt ihn an. Aber sein Hass ist echt. Er würde die Stadt zerstören, um Norman zu schaden. Was ist das denn? Das ist wohl Ottos Planungskarte, aber sie ist leer. Sofern ich hier nicht etwas übersehe. UV-Licht. Nichts passiert. Wie kriege ich diese Lampe an? Geschafft. Versteckte Markierungen.
Otto hat den Schurken befohlen, Oscorp-Gebäude in der Stadt zu zerstören. Er will Normans Imperium Stück für Stück zerlegen. Lee soll sich das Teufelsatem-Antiserum holen. Mit etwas, das Icarus heißt? Offenbar endet der Plan mit einem direkten Angriff auf Oscorp. Und wohl auch auf Norman. Scorpion vergiftet wohl den Wasserspeicher der Stadt. Der gehört ebenfalls Oscorp. Rhino soll zu den Gebäuden an der Küste. Welches greift er zuerst an und warum? Electro zerstört Oscorp-Kraftwerke. Ja, das ergibt Sinn. Was will Vulture auf dem Times Square? Ich muss wachsam bleiben. Scorpion hilft Otto und kriegt dafür eine weiße Weste. Also weder Vorstrafen noch Spielschulden. Icarus, das ist es. Hallo, Spider-Man. Wir wurden uns nie richtig vorgestellt. Ich bin Otto Octavius. Es gibt kein Icarus, oder? Nein. Martin braucht keine Hilfe, um das Antiserum zu sichern. Icarus war ein Trick, um dich in Position zu bringen. In Position? Für einen Mann wie Octavius zu arbeiten. Notfallpläne für die Notfallpläne. Hey! Pete? Bist du okay? Was ist da los? Viel Verkehr! Hör zu! Lee will unbedingt das Antiserum. Wir müssen Oscorps Teufelsatemlabor vor ihm finden. Bin schon dabei. Ich sehe mir sämtliche Baugenehmigungen an. Wenn ein Labor dabei ist, werde ich es finden. Na toll! Okay, bis bald, MJ! Fehlgeschlagen? Hat ihn geschwächt. Zeit für Plan B. Oder? Unerreichbare Ziele werden erreichbar, wie Spider-Man zu töten. Das war beinahe herzerwärmend, Electro. Der Knast hat dir richtig gut getan, hm? Autsch! Alle Plomben! In den Nahkampf. Ich muss den Transformator einspinnen. Wie? Du bist dran. Hey, Adrian, ich bin Spider-Man. Was soll dieses Gebrabbel?
Keiner kapiert meine Witze. Unsere Fehde endet heute, Insekt. Dann legen wir mal los. Fehde? Ich dachte, es wäre ein Geben und Nehmen. Mann, da habe ich echt was missverstanden. Ich muss dich vernichten. Ah, super! Du hast meinen Witz kapiert. Damit versüßt du mir wirklich den Tag. Danke dafür. Mal im Ernst, es war schöner, als ihr Einzelgänger wart. Verblüffend, wie weit man mit Tieren kommen kann. Was? Der Elan der Jugend, die Weisheit der Erfahrung. Eine gute Paarung. So wie Öl und Wasser. Klar. Du bist nicht in Form, Spinne. Nächstes Mal bist du dran. Nicht so schnell. Meine Chance. Ich will ja nicht umkünden, aber irgendwie schätzt ihr Typen diese Situation völlig falsch ein. Wie kann man nur so weit daneben schießen? Lass mal deine Schaltkreise prüfen. Max, wie immer. Halt still! Moment mal! Nur noch einer übrig. Wie oft haben wir diesen Tanz schon aufgeführt, Adrian? Ein Dutzend Mal? Zwei? Einmal zu oft. Das hier ist dein letzter Walzer. Ah!
aus. Electro wurde geerdet. Spider-Man nehme ich an. Wenn du die Stadt wirklich liebst, dann hilf mir, ihr zu zeigen, was für ein Verbrecher Osborn ist. In dem Unschuldige sterben? Ich hätte wieder für Ordnung gesorgt. Sie sind krank. Sie brauchen Hilfe. Ich habe schon genug Hilfe. Und wir hören erst auf, wenn Norman bestraft wurde. Ich hasse es, wenn sie sich verbünden. Ich muss durchatmen. Wie spät. Oh Mann. Ich muss Yuri Bescheid sagen. Yuri, Vulture und Electro sind erledigt. Jetzt noch vier. Hab's gesehen. Und ein Dach am Times Square ist explodiert. Hat nicht zufällig damit zu tun, oder? Dir entgeht nichts. Das war Octavius Rüstkammer. Er will mit den Superschurken Oscorp zerlegen. Vulture und Electro sollten Kraftwerke lahmlegen. Scorpion holt sich den Wasserspeicher. Rhino weiß ich noch nicht. Wohl etwas an der Küste. Das ist schon ein guter Anfang. Du gehst ja wohl Scorpion holen. Ja, die Lage in der Stadt ist schlimm genug. Ohne sauberes Wasser sind wir am Ende. Ich melde mich, wenn es was Neues gibt. Hört sich gut an. Ich sollte Miles anrufen. Hey, Pete, alles okay? Das wollte ich dich fragen. Mir geht's gut, aber du und May seid mittendrin. Viel zu tun, aber die Leute brauchen uns. Und ich tue lieber was, als abzuwarten, bis jemand kommt und das in Ordnung bringt, weißt du? Ja, verstehe ich. Aber ihr müsst euch schützen. Maske und Handschuhe. Und macht auch mal Pause. Das gilt besonders für May. Keiner kann diese Frau zu einer Pause zwingen, wenn sie nicht will. Aber ich tue mein Bestes. Danke, Miles. Grüß May von mir. Und passt auf. Wasserspeicher. Aber wo ist Scorpion? Das sehe ich mir genauer an. Wenn ich ein Söldner in einem Skorpionkostüm wäre, wo wäre ich dann? Hinter dir! Ginge es nach mir, wärst du tot. Aber Octavius zahlt und er will dich foltern. Das respektiere ich. Mist! Was hat er mir da gespritzt? Wow, was zum... Ist das ein See aus Gift? Kann nicht sein. Das kann nicht real sein. Muss das Gift sein. Aber ich darf kein Risiko eingehen. Ich muss an einen höheren Ort und analysieren, was er mir gespritzt hat. Thank you.
Okay, hier bin ich erstmal sicher. Ich muss das Nervengift analysieren und ein Gegengift mischen. Scorpion hat es verbessert. Halluzinogenes Nervengift. Mein Gehirn erschafft Schrecken, die mein Körper für echt hält. Schnell, ich muss ein Gegengift mischen. Zuerst brauche ich ein natürliches Steroid. Extrakt der Ekliptor-Alba-Pflanze sollte gehen. Das ESU-Gewächshaus ist in der Nähe. Hoffentlich ist jetzt Saison. Im Gewächshaus sollte ich Ekliptor Alba finden. Da ist... Aha. Wo ist sie hin? Ist das echt? Oder nur in meinem Kopf? Kann beides sein. Doc? Das sind nur stärker werdende Halluzinationen. Du stehst das durch. Doc, sie klingen... Wie damals, bevor die neurale Schnittstelle integriert wurde? Meine Obsessionen waren immer da, aber mit der Schnittstelle wurden sie ganz mein. Ich muss das in Ordnung bringen. Sie... irgendwie... Ah, wieder. Immer bereit, Verantwortung zu übernehmen. Auch wenn es hoffnungslos ist. Sie ahnen ja gar nicht, wie oft ihr Optimismus mich weitermachen ließ, wenn die Lage düster wird. Ich werde sie vermissen. Wirklich. Tut mir leid, Doc. Da ist der Ekliptor Alba. Das erkennen müssen. Ich hätte sie nicht mit in den Arm allein lassen dürfen. Da ist der Ekliptor Alba. Die Pflanze hilft kurz. Aber für ein dauerhaftes Gegengift brauche ich ein Antitoxin. Eine von Harrys Forschungsstation entwickelt ein synthetisches Atropin. Ich muss schnell dorthin. Riesige Skorpionstacheln. Traumhaft. Danke, Gehirn. Wie fühlst du dich, Spinne? Kriegst dir die Angst in den Rücken hoch? Skorpion? Woher hast du diese Nummer? Frag nicht, wie rufe ich dich? Frag lieber, rufe ich dich? Vielleicht ist das nur ein Schrei deines sterbenden Hirns. Echt oder nicht? Wenn ich das Gift los bin, bist du dran, Mac! Große Worte vom kleinen Insekt. Viel Spaß mit den Hohenheilern. Da ist die Forschungsstation. Ich mach das Atropin.
muss in die Station. Das Atopen ist da. Das Atopen ist weg. Schon wieder. Du kommst zu spät, wie du auch mir zu spät geholfen hast. Das sind nicht Sie, Doc! Ah, aber das bin ich. Das ich, das die Gesellschaft als unbequem empfand. Das, was ich unterdrückt habe. Und auch dank dir bin ich jetzt frei. Tut mir leid. Ich werde Ihnen helfen. Versprochen. Laufen Sie nicht weg! Ich versuch's! Laufen Sie nicht weg! Ich versuch's! Ich will nichts von dir! Du bist ein Versager! Leben, Liebe, Karriere. Du bringst nur Schmerz! Hören Sie auf! Ich gebe... Bitte reden Sie mit mir! Ich kann helfen! Damit sie mich wie die anderen behandeln, mich fesseln, mich ersticken? Nein! Ich will strahlen wie meine Genialität! Ich hab sie Da ist es! Das Atropin! Gegengift mischen. Geht mal wieder zurück ins Labor. Na, Mutter. Und fast geheilt. Sorry wegen der Pläne und so. Oh, ich bin keine Sorge. Es kommt noch mehr Überraschungen. Wir werden uns schon sehr bald wiedersehen. War ja klar. Die Zeit aus. Ich muss das Gegengift mischen. Endlich das echte Labor. Ich denke nicht. Du bist jetzt in meinem Reich. Du bist wie Osborn. Du willst mein Genie stehlen. Alles, was jetzt passiert, ist deine Schuld! Ich wusste, du lachst! Meinst du, ich vergesse dich? Scorpion, bist du, das ist meine Chance. Noch eine Halluzination. Zumindest mit imaginärem Glaskinn. Das
Das wird nicht einfach. Doch, wird. Jetzt weiß ich, dass du mich nur ablenken willst. Komm doch! Einer weniger. Du bist ein Loser, Robby. Welt besser dann. Sehr schön. Nur noch ein paar. Toller Held. Alle um dich herum leiden. Das ist wie mit Internet-Trollen. Man haut einen um und der nächste kommt. Noch einer wenig. Wenn ich dein Onkel wäre, wäre ich auch in der Kugel gesprungen. Meine innere Stimme ist echt mies drauf. Noch einer. Schon bemerkt, dass es MJ besser geht, wenn du nicht da bist. Denk mal drüber nach. Würde lieber gegen den echten Skorpion kämpfen, als gegen mein Gehirn. Ich hoffe, das war's jetzt. Ich kann kaum noch stehen. Da, das Gerät, das ich brauche. Endlich. Ich spüre, wie mir die Zeit wegläuft. Das sollte reichen. Wo ist mein Anzug? Das war wohl etwas zu viel Dekontaminierung. Ich zieh mir lieber was an. Viel besser. Ich leg dann mal los und vergesse, dass das hier passiert ist.